So, hallo meine Freunde der gepflegten Legeunterhaltung. Wir sind's mal wieder, meine Wenigkeit Thorsten und Tobi. Und ihr könnt uns gerade beide nicht sehen, weil wir von einer riesen Tüte Lego stehen und sitzen. Ja. Diese Tüte ist exklusiv aus Köln. Da gibt es einen Lego Store und wurde mir mitgebracht von meiner lieben Mami, wie ihr sehen könnt. So. Aber besser ist der Inhalt. Wir wissen es nämlich nicht. Genau, Surprise. Wir werden heute etwas bauen, was schon mal riesig aussieht. Ja. Aber von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Das heißt, ihr werdet auch entsprechend ein Thumbnail bekommen. Denn wenn wir Spaß haben, solltet ihr das schließlich auch. Ja. Jetzt guckt es ja auch mal raus. Bin gespannt, was deine Mutter besorgt hat. Ein X. Das könnt ihr nicht sehen. Das ist Klebeband. Gibt es irgendeine Seite? Schatzkarte. Ja, reißen wir es mal auf, was meinst du? Ah. Ah. Mit Unpacking heute. Ja, schon reißen. Oh mein Gott. Auch wir müssen noch helfen, ja? Es ist das, was ich vermutet hatte. Yeah. Ey, Wahnsinn. Okay. 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 Wow. Ein riesiges Bild. Recycling. Heute ein bisschen eher. Wow. Ja, der Kiki-Mart. Geile Sache. Ja, ich bin mal echt gespannt. Ja. Ja, das Simpsons-Haus steht ja jetzt auf meinem Regal. Stimmt. Es hängt ja endlich. Ui. Jetzt habe ich bloß dummerweise nicht an die Messer gedacht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das so aufkriege. Ah ja. Boah, krass. Ja, Tobias hatte diesbezüglich schon die Vermutung. Die Vermutung. Ich ehrlich gesagt auch. Aber ich habe mir gedacht, sagst du mal nichts. Ja, hätte auch was anderes sein können. Gibt ja genug. Ja, aber es muss doch vom Interesse aufkommen. Also wäre es jetzt Star Wars gegeben, hätte ich gesagt, hier, nimm. Nein, hey, Star Wars ist toll. Ja, warte, machen wir nochmal. Uiuiui. Wow. 8 Tüten. Das ist viel. Da ist, glaube ich, die Nummer 9. Nee, Nummer 6. Nummer 6. Also 8 Tüten. Wir hatten mal 9, oder? Wir hatten mal 9. Nicht unser größtes Problem. Oh, das ist meine Aufgabe. Oh, kleben. Ja, kleben darfst du gerne. Das ist ja. Oh, ich reiße gerne Tüten auf, gerade wenn es neue Sachen sind. Und schon verliert es seinen Sammlerwert. Yeah. Ja, genau. Gleich um die Hälfte. Ja. Ah. Das ist diesmal eine? Das ist echt, aber eine richtig dicke, ne? Ein Buch quasi. Aber wirklich ein Buch. Vielleicht ist noch ein Comic drin, oder? Weiß ich nicht. Das wäre cool. Lego Simpsons. Set 71016. Ja, das war die erste Tüte, das war die erste Folge. Nein, so gemein sind wir nicht. Nein, nein. Ich leg die schon mal an die Seite, wenn es dann sowas ist. Du hast ja schon die Tüte gemeint. Yeah, geil. Also, wir bauen den Kiki-Mart. Ich kenne die Adresse gar nicht. Ne, die kennt keiner, glaube ich. Wenn jemand die Adresse des Kiki-Mart kennt, einmal in die Kommentare. Wow. Falls jemand fragen sollte, unsere Praktikantin hat heute Urlaub. Natürlich. Ja. Tada! Recycling! Aber wir haben noch mal noch keinen. Hier, dein Lieblingswerkzeug. Darf ja nicht fehlen. Mein Profi-Werkzeug. Recycling. Wow. Für jemanden, der den Quickie-Mart nicht kennt. So, das muss reichen. Ja, dann hole ich euch immer mal ein Tütchen ran. Ihr kennt das ja, wir machen wieder Folgen pro Tütchen. Das hat sich ganz gut bewährt, denke ich. Ja, das hat sich wirklich gut bewährt. Tobias ist schon wieder fleißig dran. Ja, du baust wie immer die Figuren. Oh, das ist deine Aufgabe. Und dann auch noch Snake. Wow. Ja, Snake ist dabei und der. Mit O-Ring. Wiggum. Wiggum, Chief Wiggum. Chief Wiggum, genau.
ein Polizist, von dem ich manchmal, der hat sogar, Entschuldigung, aber der hat sogar noch Donutreste an der Klippe, ja, also. Also originalgetreu. Wow, sogar sein ganzes, seine ganze Uniform ist voll gekleistert. Ich kann euch das mal so, das werdet ihr eh kaum sehen, ne? Ihr könnt euch das dann vorstellen. Ja. Wahnsinn. Das ist einer von den Polizisten, der sagen würde, guck mal, ein Verbrechen. Oh, guck mal, Donuts. Genau, richtig. Der ist ja so. Ich hab Donuts, ich hab Donuts. Das ist so eine Lieblingsszene. Ja, sein Sohn ist ja auch so. Ralph. Ralph, genau. Der ist auch nicht so weit entwickelt. Das ist, glaube ich, ja. Ja. Seine Frau sieht man eher selten. Seine Frau kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Es gab Doch, diese mit den schwarzen Haaren, ja stimmt, jetzt erinnere ich mich. Es gab eine Folge Grandpa gegen sexuelles Verlangen oder sowas, oder für sexuelles Verlangen, wo er so ein Elixier hatte, was, ich sag jetzt mal, die Lust und Potenz der Männer steigern sollte. Ja, genau. Und ich glaube, da kam sie drin vor oder irgendwas war da mal. Ja, yeah, und jetzt habe ich auch wieder ein Bild im Kopf. Und dann haben die zusammen im Bett gelegen und Fernsehen geguckt und hat dann so eine Pille genommen und sie dann so, ich habe keine Lust und er auch, komm schon, eine Pille kostet 20 Dollar. Ja, richtig. Ja, das ist schön. Ach, das und du kriegst sogar zwei Handschellen. Ja. Dann können wir Wiggum ja auch noch eine geben. Als ob Snake jemals verhaftet wurde. Ja, durchaus. Er ist bloß trotzdem immer wieder draußen. Oh, ich darf die erste Klebung machen. Klebung? Ja, komm, dann nimm die Aufkleber. Es sind sehr viele. Alles Werbeaufkleber, nicht? Es ist ja ziemlich viel los bei... Ja, bei Quickie Markt ist es ja klar, ne? Apuma, Hassa, Passa. Sogar mit Nummern. 50 Aufkleber. Krass. Heftig. Ich hole jetzt die Nummer 13. Dann kann ich den ja schon mal zusammenrödeln. Oh, ich bin mal gespannt, wie groß das wird hinterher. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Hinterher muss ich noch ein Regal andübeln. Es kann durchaus sein, ja. Vielleicht dient dieses Video auch so ein bisschen als Ersatz dafür, dass es nach DVD-Staffeln 1 bis 17 und 20 keine weiteren mehr geben werden. Was voll krass ist. Und was mich persönlich sehr frustriert, hätten sie wenigstens 1 bis 20 voll gemacht. Natürlich. Aber nein. Ist auch frustrierend als Sammler. Ist ziemlich doof, ja. Wobei mir die 17 noch fehlt, die ist ja erst vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten. Das hast du gebaut, ne? Ja. Das kann ich. Jetzt wird der Polizeiwagen. Wobei ich festgestellt habe, dass es im amerikanischen Raum durchaus mehr Staffeln gibt. Da gibt es sogar eine ganze Box von 1 bis 25. Wow. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und warum in Deutschland nicht? Oh ja, weißt du, da gibt es dann so Produzenten, die meinen, ja, wenn man das downloadet und denselben Preis, dann braucht man es ja nur einmal online stellen und dann ist alles gut. Ja, für euch schon. So, wollen wir ein bisschen Kritik loswerden hier. Ja, Kritik muss sein. Ich kann mir auch irgendwie noch nicht richtig vorstellen, dass es auch Videos, also so von Kinofilmen, nur noch online geben soll. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Man wird auch so eine schöne Box stehen haben. Man will eine schöne Box stehen haben und man will es vielleicht auch ohne Internet gucken können. Ja, richtig. Es ist ja auch heutzutage noch nicht so, dass gerade auf dem Land ist ja noch kein DSL verfügbar in den meisten Fällen. Und ja, Simpsons mit 56K macht natürlich Spaß. Super, ja. Da ist man voll dabei. Genau, das hast du jetzt an der Hand. Ach, das ist das? Das ist das. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte da oben das. Ja, aber. Mal gucken, wer das ist. Ich brauche schon mal das Ding. Ja, da bin ich gerade bei. Ach so. Ja, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Das ist Klartext, weißt du? Ja, ja. Ja, Wiggums Wagen sieht man ja auch öfter. Ja, damit fährt er halt durch die Gegend, ne? Wobei sein Privatwagen. Hab ich noch nicht gesehen. Nee, richtig. Falls doch, schreibt das in den Kommentaren. Ja, inklusive Kennzeichen. Die Simpsons-Macher denken sich ja bei fast allem etwas. Das stimmt. Hier steht ja auch
Doofus auf dem Schild von dem Wagen. Eins Doofus. Was heißt das? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Bascola. Ja, das kommt ja in den Quickie mal, die Bascola. Ja, es kommt als nächstes die Schule. Oder, ja, oder Moos. Genau. Taverne. Moos. Da wird es aber echt eng in meinem Wohnzimmer. Ja, mal schauen. Da hättest du dann 50 Flaschen Bier mit anderen Labels und selben Inhalt im Regal stellen. Am besten fand ich immer noch das französische Düff. Ja, richtig. Ja. Achso, das ist schon dran. Achso, sehr gut. Zweimal, das was. Ach, jetzt habe ich noch die Hälfte der Arbeit erledigt, ja. Ja, passiert. Ja, du musst erst mal gucken, wo das hinkommt. Der macht das vernünftig, weißt du, ne? Nicht, dass du es gleich wieder abmachen musst. Ich pass auf. Wir versuchen heute mal ohne Fehler zu bauen. Ich pass auf, sagte der Kerl zu seiner Freundin. Vor 9 Monaten. Okay. Das ist doch auch schon wieder nicht richtig. Doch, das ist richtig. Da, 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 da. So, dann kommen hier die glatten Teile rein. So. Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mich da gar nicht entscheiden. Du? Ich sag mal eigentlich, die mir momentan zumindest sehr gut gefällt, das ist die mit der Springface Connection. So, Das ist halt dieser Bezug zu Facebook. Ja, die kenne ich glaube ich auch, ja. Weil Lisa ja wenig Freunde und Freundinnen hat und sie sagt dann, ja, ich mache da so eine Connection und die. Der Satz habe ich schon. Ach so, deswegen finde ich die nicht. Ich sehe das gerade. Und dann ist sie ja vor Gericht, weil ihr Springface Connection die Leute davon abhält, vernünftig Auto zu fahren und so. Genau. Die Folge ist schon ziemlich geil. Ist toll, ja. Ja, und die mit dem Lego natürlich, ne? Ja, die mit dem Lego ist auch richtig klasse geworden. Das stimmt, wo er dann in dieser Welt ist. Lego-Welt. Das ist eine schöne Geschichte dahinter, finde ich. Ja, auch, ne? Dass er dann ohnmächtig da liegt. Ja, kennst du die neuesten Gerüchte schon? Achtung, Spoiler. Ja, genau, Spoiler. Bart Simpson soll sterben. Genau. Bart soll sterben. Durch seinen uralten Feind. Tingelwingel. Tingeltangelbob. Ja, genau. Tingeltangel. Allerdings ist es eine Halloween-Folge und die sind sowieso nie ernst zu nehmen. Richtig, ja. Und das zweite ist, Marge und Thomas sollen sich scheiden lassen. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Weil er sich von irgendeiner Apothekerin verguckt. Aber die waren ja schon mal geschieden, also. Ja, kurzfristig, das stimmt so, ja. Aber ich glaube, kurz vor dem Termin haben sie es dann wieder annulliert, ne? War das nicht irgendwie so? Die waren auf jeden Fall schon mal geschieden. Die Van Houten sind noch die Besten, was Scheidungen angeht. Milhouse-Eltern. Ja, genau. Die sind ja immer zusammen, auseinander. Und der arme Junge muss immer leiden wie ein Blöder. Ja, weil die sich nicht entscheiden können. Ja, entscheiden, na gut. Ja. Vor allem, da gibt es immer so schöne Szenen, wenn er dann, also Milhouse dann, auch er kommt wieder zusammen und dann sieht man ihn träumen und er wird von den Eltern aufgefangen und so. Und dann kommt wieder so eine Nachricht und dann fällt er durch und bam, wieder auf die Fresse. Also der Junge kann einen echt leid tun, auch wenn es immer lustig gezeichnet wird, aber ja. Da steckt schon eine ernste Kritik hinter, glaube ich. Ja, dann kommt man zum Nachdenken, dass man die Kinder damit sehr belastet, ne? Ja, das kommt für dich auch gut rüber. Gut, das macht bei Jugendlichen nicht so sein. Da fehlt das Verständnis halt auch noch so ein bisschen. Also für alle, die über 20 sind, die dürfen mitdiskutieren. Wo ist denn dieser flache einer? Ist der hier? Da ist er. Ah ja, okay. Und das kommt ja da dahinter sozusagen und dann ja. Kommen die flachen da drauf.
Grau und schwarz. Das Schwarze kommt auf das... Auf das Licht. Auf das Schwarze, genau. Danke. Sehr gern, wenn dein Assistent. Warte mal kurz, dann will ich es auch... Ist aber da drauf gesetzt? Oder? Das wird hier dran gesetzt. Ja, so. Ne, drauf gesetzt. Weil dran klicken kann man es ja nicht. Ja, so. Ja, das ergibt Sinn, würde ich sagen. Ja. Das dürfen wir nochmal bauen, nur umgekehrt. Richtig. Ja. CO-Turn. Ey, du kannst mir helfen. Ja, die Tonung, die darf können. Was hast du denn schon? Oh, wow. Bloß nicht zu viel. Ich krieg's. Das darf nicht mal sein. Ja, nur das Leichteste, weißt du? Ja, minimalistisch. Wo ist der Chor? Ja, im Cookie Mart spielen sich ja auch so allerhand Stories ab. Ja, sehr viel sogar, ne? Squishy, sag ich nur mal. Ja, ne? Oder die Hot Dogs, die mittlerweile vor Hummer weglaufen, wenn er reinkommt. So weit sind sie schon. Dann dreht sich die Maschine rückwärts. Das war nicht schlecht. Das war gut, ja. Schön. So, du darfst es wieder dran klöppeln. Ah, das ist ja nett. Oh, die Sache mit den Rubellosen. Noch eins, noch eins. Was haben wir da denn? Ganz viel. Ich nehme immer diesen komischen, den kenne ich auch noch nicht. Ganz merkwürdiger Stein. Ja, der ist nicht merkwürdig, den gibt's öfter. Du, pff, dann halt nicht. Ich hatte ihn noch nicht. Mr. Wiggum, dann haben sie gleich auch ihr Fahrzeug. Wie wäre das ohne Korrekturen? Genau, ohne Korrekturen. Geht ja gut los. Hat lange gehalten. Ja, weil das auf einer Ebene ist. Ja, komm, erzähl mir nichts. Augen auf beim Wiggum. Ja, aber das sah man nicht so gut, ob das jetzt links oder rechts bündig ist. So. Ich bin entschuldigt. Du darfst ein Cockpit kleben. Hä? Wo? Ah, jo. Ejo, ejo. Die Nummer 35. Moment, jetzt passt hier aber was nicht. Klar passt aber nicht, weil das so rumgehört. Wo ist er denn? Da ist er. Ich bin aufgegangen. Genau. Hätte ich nichts gesagt, hättest du es noch nie mal mitgekriegt. Oh nein! Du bist halt ein ehrlicher Mensch. Psst, nicht so laut. Oh, ein Tempomat hier, der kommt. Ich darf ja noch was geben, was ist denn das andere? Das kommt auch so ein Grauen, ne? Grauen, ja. So einer. Okay. 37. Wie heißt der Kollege eigentlich, mit dem man mitfährt? Ja, dieser. Dunkelhäutige, wie heißt er? Ja, Karl, nee. Karl ist der andere. Ich habe auch gerade im Kopf gehabt. Ich komme jetzt nicht drauf. Cletus ist auch ein anderer. Keine Ahnung. Ach, das ist ein Donut. Das ist ein Donut, ja. Das macht natürlich auch die sind nur so. Ach so, das sind nur die Zahlen. Ich dachte schon, da kommt eine Nummer 37 drauf. Ja nee, damit du weißt, welche Nummer du aufnehmen darfst. Ist ja gut. Das ist schon krass, ja, weil es so viele gibt, ne? Ja, 50. 50 Kleben. Das ist mal Rekord. Rekordkleben. Ja, hast auch noch nie so viel Werbung dabei. Das stimmt. Ist das richtig, was ich da gemacht habe? Vertrau dir doch mal. Das sieht aber so komisch aus, als ob das nicht richtig wäre. Schwatten. Diese Schwatten hier, das sieht aus, als wäre es eine Ebene. Das sieht so aus, ja. Ist es aber nicht bei uns. Das stimmt. Komisch. Was sagt uns das? Ja, aber ging ja nicht anders. Ah, warte mal.
Ja, hast du doppelt drauf. Ja, ich merke das gerade. Das waren ganz andere Sachen dran. Okay, ich ziehe das zurück an. Passiert. Ich habe einen ganz anderen Stein gesucht, habe aber nur den gefunden. Ich suche den ganz glatten, genau. Der kommt über die Scheinwerfer drüber. Ja, da ist noch ein. Achso, ein 3-3. Entschuldigung. Genau. Genau. So, ja. Jetzt haben wir diese komischen Haken hier. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Die Tütchen sehen immer so verdammt leer aus. Also, wenn ihr wisst, wie der Schwarze heißt, in den Kommentaren. Ich komme auch nicht drauf. Nee, ich höre seinen Namen sprechen, aber ich verstehe ihn nicht. Ja, genau. So. Jetzt kommt da sowas noch drauf. Wo kommt das denn jetzt hin? Hier irgendwie? Button. Doch, das kommt hier drauf, ne? Da so. Kann das sein? Ja, richtig. Aber auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch. Das Einzige, was man bei Lego echt bemängeln muss, ja, wobei das, was Lego typisch ist, ist, glaube ich, es ist echt schwierig, die Dinger staubfrei zu halten. Ja, ja. Gut, aber... Ich habe gestern schon versucht, also ich war schon überlegen, die unter Wasser zu halten, aber dann kriegst du es in die Richtung richtig trocken. Das kommt einfach hier so drauf gelegt. Kann man irgendwie nicht sagen. Und was denn, wo bist du dran? Ja, hier, die. Ja, da fehlt doch noch was. Das fehlt. Wir kommen wieder ganz durcheinander, kann das sein? Nö, alles gut. Ja? Ja, doch. Dann komme ich als Einziger durcheinander. Okay, dann werde ich mich mal dem Heck widmen. Also, was so ein Tipp wäre, ist dieser kleine Pinsel. Ich nehme immer so einen kleinen Pinsel und dann mache ich das sauber. Ja, da kann Lego auch mal was erfinden. Gerade hier so zwischen diesen. Hier gerade so, solche Sachen, wenn ihr sowas Großes habt, eine große Fläche, das staubt verdammt schnell ein. Ein Pinsel, ja, könnte man mal machen, das stimmt allerdings. Ja, ich habe so einen ganz kleinen. Hm? Vor allem deine Sachen sind ja hauptsächlich schwarz. Ja. Es ist ja noch schlimmer. Staubintensiv, ja. Ich klebe schon mal hier die 12. Ja. Und das ist ja quasi Herr der Ringe schwarz. Ist das ja. Hast du ja sehr viel von. Ach, jetzt kommen die schönen Teile, ja. Die 12. Da steht 911 drauf, nicht öffentlich. Ja doch. Ach so, auf dem Kleber da, ja. Ich dachte, das wäre hier eingraviert, das wäre auch geil gewesen. Hier ist der zweite. Also zwei Schöpfer? Mhm, eins rechts und eins links. Ah jo. Ah, ja, 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 ja. Aber im Grunde kann man sagen, es wird Zeit, dass die Macher Schluss machen. Wie Schluss machen? Ja, dann sollen sie von mir aus Staffel 3. Ach so, so meinst du das, ja. Sagen, das war's. Ja, aber willst du eine Sache enden, die noch gut läuft? Weiß ich nicht. Läuft sie noch gut? Das weiß man nicht. Also die Stimmen werden immer lauter, dass die neuen Folgen vom Niveau her deutlich schlechter sind als die früheren. Hm. Ich kann es zum Teil nachempfinden, es gibt auch hier und da auch noch sehr gute Folgen, wo ich auch immer noch gerne schmunzeln. Aber so im Großen und Ganzen kann man denen schon zustimmen. Ja, es wiederholt sich ja auch noch. Deswegen. Es ist natürlich interessant, wenn selbst die Simpsons versuchen, aktuelle Themen mit reinzubringen, jetzt wie Facebook und sowas alles. Oder irgendwelche Straftaten. Gab es ja auch schon mal. Mhm. Aber so langsam wird es Zeit, dass sie. Sollen sie einen gebürtigen Abschied machen? Ja,
Das wäre ein gebürtiger Abschied, das ist es. Die Scheidung wäre gebürtig gewesen, finde ich. Das wäre super. Also jetzt nicht, dass es schön ist. Dass ich weiß schon, wie du das meinst. Ja. Ne, dann wäre Marge vielleicht zu den Schwestern gegangen oder sonst was. Aber es wäre halt ein Ende gewesen. Der Vorhang fällt. Dann kommt Chris, die gesagt einmal ha 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 ha. Und dann war's da. Genau, ha ha ha. Gut. Also fertig? Das ist alles. Sehr gut. Ja. Wenn ich hier geklebt habe. Dann baue ich das ganze Auto auf. Also das ganze Auto auf. Ich klebe dann schon mal die Türen. Ist klar. Ja, ich bin der Klebemeister. Nummer 16. Ja, jeder hat so seine Aufgaben, ne? Der eine baut, der andere klebt. Na toll. Weiß ich ja Bescheid. Ey, ich habe diesmal 50 Kleber, ja? Oh wow, ich habe 1500 Steine. Weißt du, wo ist denn da die Relation jetzt? Ich weiß. Ich weiß auch nicht mehr, ob es so viele sind. Das werde ich dann wieder recherchieren, wenn ich den Text schreibe. Ja, richtig. Was mir übrigens deutlich einfacher fällt, wenn ich die Szenerie kenne, die wir bauen. Am Anfang bei Herr der Ringe war das gar nicht so einfach, weil ich wusste nicht, was schreibst du denn jetzt dazu? Du kennst das ja so gar nicht. Das habe ich gemerkt, ja. Bis wir dann Herr der Ringe gesehen haben, dann wusste ich ja schon deutlich mehr. Das habe ich gemerkt, sehr schön. Ja, du hast mehr geschrieben. So schlecht, hast so schlecht recherchiert. Mann, ey. Nein, das sage ich ja nicht, aber man hat es schon gemerkt. Ist ja so, werde ich hier gemobbt, ey. Und das bei der Bezahlung. Ja, genau. Ja, ab wann? Halt, wir dürfen es ja nicht, ne? Unsere privaten Videos dürfen wir, aber nicht die von Lego. Ja, genau. Scheiße, das haben wir jetzt am Wochenende 200 Klicks verschwendet. Das hätten Euro sein können, oder? Ja, mein Gott. Es geht um den Spaß. Nee. Nicht um Klicks. Business. Scheiß auf Geld, ey. So. Wenn das die Banken hören. Ich liebe Geld. Hey, EZB, geil. Ja. So ist das. Das ist ja das Schöne bei YouTube, die Nachhaltigkeit. Du machst heute ein Video und du kannst es in 5 Jahren noch gucken. Ja, das ist cool. Da kannst du deinen Enkeln zeigen. Guck mal, was wir damals gemacht haben. Guck mal, was wir damals für einen Scheiß gebaut haben. Die Simpsons. Bah. Voll oldschool. Voll oldschool. Wer weiß, was es in 20, 30 Jahren so gibt an Serien. So, das haben wir jetzt alles, ne? Ja. Der Bilder und der Kleber. Und der Kleber. Oh, auch ein schöner Titel. Ja, das kommt immer mehr. Wobei ich festgestellt habe, dass ich mit meinen Let's Plays unbedingt weitermachen muss. Ja, das hast du aber schon länger. Nee, ich finde das immer interessant, dass die erfolgreichsten Kanäle keine Videos mehr hochladen. Und das scheint gerade bei dem Kanal auch der Fall zu sein. Geklebt habe ich. Ach, du hast den. Ja. Ja, wegen Klebung. Seit wann ist 911 ein Nummernschild? Naja, sehr die Rono. Nee, das ist ja so an den Kofferraum. An den Kofferraum. Ja. Am besten noch, wie fahre ich 911? Das war ja mal bei, bei Otto auf dem Bus. Und dann ist er mit den Kindern da hergerast wie ein Irrer. Ja, stimmt, ja. Wie fahre ich? Irgendwas stimmt ja nicht. Stopp mal. Der Aufsatz ist irgendwie verkehrt rum drauf, kann er sein? Der muss nach der außen. Ist rum. Yep. Ist alles wieder kaputt.
Das heißt Let's Build und nicht Let's... Let's Rise Up. Genau. Und die kommen nach außen dann so. Dann kommt der Kofferraum dann. Genau. Aha, das ergibt doch viel mehr Sinn. Ja. Die flachen. Also ich finde es immer geil, wenn zum Schluss die Stabilität da reinkommt. Das Dach, das baue ich ja mal, das sieht toll aus. Ja, das ist jetzt auch so der vorletzte Schritt. Reifen ist ja schon vorbereitet. Nani. Aber warum sind die hier noch dran? Oh, du kennst das ja von Lego. Wir lassen sie einfach mal liegen, vielleicht brauchen wir sie noch. Cool. Oder wir haben wieder einen Schritt vergessen. Das weil glaub hier, ich nicht. Hier ist auch noch was. Ist so alles dran? Es ist keine Lücke da? Ja. Jetzt kommen noch die Räder rein. Ja, das haben wir den Wagen. Snake kommt in den Kofferraum, versteht sie? Der kriegt noch seinen Knüppel. Ach, der hat einen Knüppel, stimmt. Yeah, so. Wer diesen Wagen erkennt, gewinnt gar nichts. Außer Erkenntnis. Das ist doch cool. Sogar ja, mit Kofferraum. Ja. Allein der ist schon 20 Euro. Cool. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge? Ja. Natürlich wieder mit Ersatzteilen. Ja, die tun wir an die Seite und dann mit Chief Wiggum und Snake, der nicht stehen will. So, jetzt steht er. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.